Porter droht lange Sperre. NBA-Commissioner Adam Silver hat Jonte Porter wegen des Verdachts auf Wettbetrug mit einer lebenslangen Sperre gedroht. Es ist eine Todsünde, die ihm vorgeworfen wird, und die ultimative extreme Option, die ich habe, ist, ihn vom Spiel zu verbannen, sagte der Liga-Boss bei einer Vorstandssitzung in New York. Letztendlich gibt es nichts Wichtigeres als die Integrität des Wettbewerbs, betonte der 61-Jährige außerdem. Porter wird seit Wochen verdächtigt, Verletzungen vorgetäuscht zu haben, die in mehreren Fällen zu seiner Auswechslung führten. Damit soll er einigen Unbekannten Wettgewinne ermöglicht haben, die als ungewöhnlich hoch registriert worden sind. Die NBA leitete in der Folge ein Ermittlungsverfahren gegen Porter ein, das aktuell noch läuft. Celtics verlängern mit Holiday. Jrue Holiday hat einen neuen 4-Jahres-Vertrag über 135 Millionen Dollar bei den Boston Celtics unterschrieben. Wie ESPN-Insider Adrian Wojnarowski berichtet, lehnt der 33-Jährige seine Spieleroption über knapp 37 Millionen Dollar ab, um den neuen Vertrag zu unterschreiben. Damit halten die Celtics einen wichtigen Bestandteil der Mannschaft und den Anführer ihrer Defense. Holiday war im vergangenen Sommer in der Folge des Wechsels von Damian Lillard per Trade zu den Boston Celtics gekommen. In der laufenden Saison legt er im Schnitt 12,5 Punkte, knapp 5,5 Rebounds und 5 Assists mit starker Defense auf. Mit seinem neuen Team steht er derzeit auf Platz 1 in der Eastern Conference und gilt obendrein als Top-Favorit auf die NBA Finals. Verletzungsupdate für Giannis. Nach der Verletzung von Giannis Antetokounmpo im Spiel gegen die Boston Celtics gibt es leichte Entwarnung. Wie ESPN und The Athletic übereinstimmend berichten, konnte eine schwere Verletzung an der Achillessehne nach den Untersuchungen ausgeschlossen werden. Aufgrund der Wadenverletzung fällt der Grieche jedoch für den Rest der Regular Season aus. Laut einer Mitteilung der Milwaukee Bucks werde der 29-Jährige von jetzt an täglich behandelt und untersucht. Ob der Superstar allerdings rechtzeitig für die Playoffs fit wird, hängt davon ab, wie schnell seine Wade verheilt. Antetokounmpo beendet die laufende Spielzeit mit 30,5 Punkten, 11,5 Rebounds und 6,5 Assists im Schnitt. Magic bangen um Playoffs. Nach 3 Niederlagen in den letzten 4 Spielen müssen die Orlando Magic nun plötzlich befürchten, in der Eastern Conference noch in das Play-In abzurutschen. Aktuell liegt das Team aus Florida auf dem 5. Platz, hat jedoch die Indiana Pacers und die Philadelphia 76ers unmittelbar hinter sich. Wir haben im Moment Verletzungen, aber wir müssen die gleiche Leidenschaft an den Tag legen, forderte Magic Forward Paolo Banchero nach dem Spiel von seinem Team. Wir dürfen uns nicht davon beeindrucken lassen, wir wollen in die Playoffs, stellte der 21-Jährige klar. Zuletzt musste die Franchise auf Schlüsselspieler Franz Wagner verzichten, der aufgrund einer Knöchelverletzung ausfällt. Dabei ist es weiterhin unklar, ob der Berliner zum Saisonfinale noch einmal mitwirken kann. Die Defense ist auch ohne Wagner weiterhin die große Stärke der Mannschaft von Jamal Mosley, doch vor allem fehlendes Shooting und Turnover brechen ihnen aktuell das Genick. Turnover können das Momentum verändern und wenn du dann auch noch deine Würfe nicht triffst, verstärkt sich dieser Effekt. So kannst du kaum gewinnen, ärgerte sich der Coach über seine Mannschaft. Mit den Philadelphia 76ers und den Milwaukee Bucks warten zum Saisonabschluss auch noch 2 schwere Gegner auf dem Weg in die Playoffs.